So, hallo, ich begrüße euch zum vermutlich letzten Part von Kaizo geht das. Und ich möchte starten mit einem Kommentar. Ein Kommentar, der mir wichtig ist und der ein bisschen auf meine Kritik in Part 4 und Part 5 eingegangen ist vom lieben Necrotasia. Und zwar hat er Folgendes geschrieben. Einmal, dass ich mir die Episoden anschauen soll. Die Erklärungen dazu, da werde ich vielleicht dazu kommen, vielleicht auch nicht, aber wenn, dann mache ich das sozusagen privat. Wer die Zeit dafür hat, kann das natürlich machen. Es soll für jeden schaffbar sein, wenn man die Episoden schaut, versteht man auch die Mechaniken. So oft hast du gefragt, wie macht man das, wie soll das denn gehen? Dabei sind es meist wirkliche Grundlagen des Kaizo, so wie zum Beispiel Regraps, die man auch versteht, wenn man die Folgen schaut. Kann ich nachvollziehen, klar. Denson86, der diese Level in Anführungszeichen erstellt hat, hat sich vorher vielleicht 2 Wochen mit Lunar Magic beschäftigt. Natürlich gibt es dann da Cut-Offs und so weiter. Okay, kann ich auch nachvollziehen. Und genau deshalb sind die Level extrem broken und cheesebar, weil es mal eben gemacht wurde, um zu demonstrieren, was man so machen kann. Also, das Ganze soll sozusagen kein Hack in dem Sinne sein und das finde ich jetzt, schreibt er in dem letzten Satz noch ganz schön, mach bitte keinen Hack schlecht, der gar keiner ist. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich möchte da auch, deswegen war es jetzt auch wichtig, wirklich auf den Kommentar konkret einzugehen. Natürlich wird jetzt im Part 4 und im Part 5 bleibt die Kritik einfach stehen. Na, aber wer jetzt halt noch Part 6 schaut, bekommt dann so die Klarstellung mit. Das ist immer ein bisschen blöde. Grundsätzlich im Internet, Kritik bekommen viele Leute mit und wenn es dann eine Klarstellung gibt, bekommen sie nicht mehr mit. Ja, ne, das gilt immer. Das gilt immer. So, du hast einen Zeitungsartikel, da steht drinne, die und die Gruppe hat das und das angezündet und in den Köpfen der Leuten geht's los. Okay, die und die Gruppe böse und Tage später steht in der Zeitung, da war ein Fehler. Das war gar nicht so. Und das bekommen aber die Leute einfach nicht mehr mit. Und in den Köpfen bleibt drinne, dass so und so war's. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt trotzdem noch ein paar erreiche und ihr das sozusagen dann auch nicht in den falschen Hals bekommt. Ich wollte nicht den Hack schlecht reden oder sonst irgendwas. Natürlich bin ich bin nicht so anspruchsvoll, aber gerade diese Shell in der Säule, das war schon besonders interessant. Und okay, das mit den Breaks und so weiter kann ich auch verstehen, dass die halt wirklich gesagt haben, ist uns egal, ja, kann man machen. Wir haben ja nicht den Anspruch, einen Hack zu bauen, sondern wir haben nur den Anspruch, Stellen zu bauen, die man spielen kann, um ein paar Sachen zu üben. Okay, kann ich so hinnehmen, kann ich so stehen lassen. Das heißt, man sollte das nicht wie einen Hack betrachten und ich denke, dann können wir das auch ganz gut so sehen. Kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Wollte ich nur explizit darauf eingehen, weil der Gedanke natürlich schon auch gut und wichtig ist, dass man sagt, es ist eigentlich kein vollwertiger Hack. Und wenn ich das auch gar nicht als vollwertigen Hack ansehe, ja, dann ist das auch okay. Ne, dann passt das ja. Dann darf das breakbar sein und so weiter. Und wir gucken jetzt mal in den Abschlusstest rein. Gut. Ja. Okay. Das. Ist das nicht einfach? Das ist ein Intro, oder? Also das ist jetzt, nee, das ist nicht das Level. Das wäre komisch. Das wäre komisch. Ist das nicht einfach, das Schloss 6 oder 7 aus dem Original? So ähnlich zumindest. Nur ohne fallende Stacheldinger? Also, na, normalerweise fallen die doch runter und so. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Level. Ach so. Ah, okay. Du hast es bis hierhin geschafft. Naja, habe ich eigentlich offiziell nicht. Zeit für die letzte Prüfung. Zeig, was du kannst. Über die Rechtschreibung in den Textboxen können wir uns aber trotzdem aufregen, oder? Okay. Gut. Aha.
Hä? Warum habe ich das Gefühl, dass ich mittendrin starte? Also war das richtig? War das der richtige Startpunkt? Jetzt kommen hier meine Speedrun-Strats raus. Nee, natürlich nicht. Aber das war gerade schon verwirrend. Aber wenn ich jetzt wieder da starte, dann starte ich halt da. Ich kann es dann nicht ändern. Okay. Es wirkt halt, als ob da noch was davor war. Guck mal, da ist doch. Na, hier ist doch irgendwas vorher gewesen. Oder ist. Vielleicht ist es auch verworfen worden. Keine Ahnung. Warum bin ich jetzt wieder hier? Was? Hä? Ich hab mir mit dem Schlüssel den Weg hier hoch erarbeitet und komm wieder da zurück, so nach dem Motto, okay, willst du es nochmal spielen? Ich will mal ganz, wir spulen mal kurz zurück. Wir testen mal, wo ich mit diesem mit Waypoint lande. Okay, hier. Ich habe das Gefühl, hier ist der Entrance nicht richtig gesetzt. Weil das ist der gleiche Entrance wie der durch diese Tür hier. Okay. Vielleicht wäre das auch eine Frage, die beantwortet wird, wenn man die Videos guckt. Natürlich habe ich es nur einmal geschafft. Ja, aber ich glaube, wir starten den Abschlusstest gerade mittendrin. So, irgendwie fühlt sich das so an. Aber ich habe die aktuelle Version geladen. Oh Mist. Ah, Moment, ich brauche den Schlüssel gar nicht mehr, weil wenn ich hier ohne Schlüssel starte, ist der ja weg. Okay. Ja, also das sieht nicht aus, aber dein Schlüssel. I. Oh, das ist ein ekliger Sprung. Ja. Ah, es geht sogar. Da muss der Koopa raus. Koopa, 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 Koopa. Möge er entweichen. Und dann müssen wir da drüben den Shell Jump machen. Yikes! Okay. Ich verstehe trotzdem nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben am Anfang was übersprungen. Aber ich komme halt nicht hin. Also ich kann nichts, dafür. Ich bin unschuldig. Ihr habt es gesehen, ich habe nochmal sogar resettet. Oh no. Der kommt auch nicht mehr, ne? Nee. Ganz merkwürdig. Na. 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 Oh. Es hat beim ersten Mal so schön funktioniert. Ja, okay. Also, falls hier am Anfang was fehlt und ich das noch irgendwie hergezaubert bekomme, wird es dann wahrscheinlich doch nochmal einen neuen Part geben.
Dann aber vielleicht wirklich ein bisschen später mit verschiedenen Erklärungen zu anderen Leveln. Vielleicht machen wir das so. Vielleicht machen wir das so. Wir schließen jetzt erstmal das Projekt wieder ab mit dem Part hier. Und wenn ich mich vielleicht schlau gemacht habe zu verschiedenen Sachen, die vielleicht über die Videos erklärt worden sind, mache ich nochmal so einen finalen Abschlusspart. Und vielleicht kann man bis dahin hier dann auch den Anfang dieses Levels spielen. Ich komme halt im Moment nicht rein. Ich habe keine Chance reinzukommen. Könnte Luna Magic reinschauen? Boah, aber der Shelljump ist böse. Aus dem Stand raus. Ach, Mann. Man hat halt nur eine Chance. Oh, okay. Machen wir es jetzt mal so. Da. Na, kaum setze ich States, funktioniert es natürlich. Oh. Okay. Okay, das setze ich auch ein State, wenn der runtergelaufen ist. Aber den Sprung möchte ich schon noch ein paar Mal machen. Ach, verdammt. Ich würde es halt gerne mal schaffen, so gut zu sein, dass ich die konstant hinkriege und mir nicht dabei schwer tue. Ich meine, ich kriege sie ja oft hin. Also irgendwas... Irgendwie muss mein Wissen ja schon so weit da sein, dass ich weiß, wie sie funktionieren, aber trotzdem klappen sie halt nicht immer. Und das ist so ein Problem. So, wie komme ich jetzt da am blödsten hoch? Weil sobald ich da oben hänge... Sobald ich da oben hängen bleibe, komme ich halt nicht mehr auf die Plattform zurück. Also habe ich auch da nur eine nur einen Versuch. Okay, gut. Na, jetzt ist es kein Problem mehr mit der Feder. Da runterzukommen. Ja, aber wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, die haben irgendwas mit den Exits verhauen. Weil dieser Exit führt halt auch darüber, ich glaube, die haben den Exit einfach, die haben den gleichen Exit gesetzt, warum auch immer man hier nochmal dahin zurückkommt, verstehe ich noch nicht ganz, aber muss ja irgendeine Bedeutung haben. Aber die müssen dann bei der Version, die sie im Video selbst gespielt haben, darf das ja nicht passiert sein. Also frage ich mich jetzt, haben sie es vielleicht in der Zwischenzeit gemerkt und eine neue Version hochgeladen? Oder aktualisieren sie jetzt nicht mehr das weiter, nachdem es ja sozusagen die letzte Folge schon gab? Huh. Naja, ich werde es beobachten. Wir spielen jetzt mal das Level, soweit wir kommen. Soweit man es spielen... Oh Gott. Okay. Soweit man es hier spielen kann... Oh, jetzt müssen wir fliegen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall einen State setzen. Und eine Flugpassage beginnt. Okay. Eine Flugpassage beginnt. Ich bin gespannt, wie es hier aufgebaut ist. Also diesmal so. Yo! Okay. Okay. Oh nein, den brauche ich. Ich brauche Safety Shell. Oh Gott, kriege ich die wieder? Kriege ich die wieder, ist jetzt die goldene Frage. Ja, ich brauche die. Oh no. Kriege ich den wieder reingespawnt? Ha!
Ja, hallö, nein. Okay, aber ich kriege ihn wieder. Das ist ja perfekt. Okay. Nein! Gut, aber die Flugpassage war okay. In Before, ich schaffe sie nicht nochmal. Aber das war ja voll okay. Oh nein. Ja, das war dumm. Okay. Huch! Aber hier kommt man ganz gut. Karma! Karma! Wollte gerade sagen, hier kommt man ganz gut durch. Eigentlich kann ich direkt so weiter, ne? Oh, schade. Ah, Mist. Das war nicht ganz, was ich wollte. Ach, Käse. Okay, aber der kommt ja wieder. Alles gut. Nichts passiert. Hä? Ist das eine Wand? Tun die mir gar nichts? Ich muss es kurz testen. Okay, die tun mir was. Aber die haben nur die Grafik. Auch interessant. Okay. Okay. Ja, gut, wir brauchen die Feder noch. So. Blau bedeutet Spinjump-Flug. Oh, da war kein Blau mehr. Verstanden. Wir wechseln durch. Okay. Yo! Was ist das denn da hinten? Yo! Soll ich mit Yoshi fliegen? Nein, ich muss nicht mit Yoshi fliegen, oder? Ich muss nicht. Nee, ich soll. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich mache mich an der Stachel wieder normal. Also so. Dann kann ich hier drauf. Dann komme ich auf Yoshi. Kann die Shell. Ich habe es versaut. Ja, und jetzt hätte ich dann. Okay. Also Stachel normal, dann kann ich hier normal hin. Jetzt habe ich sogar zwei Versuche. Yes! Und ab dafür. Oh, Ziel. Okay. Und man braucht am Schluss auch nochmal die Feder, weil man sonst in die Lava läuft. Ja, cool. Nochmal Credits. Oh, diesmal gibt es keine Credits mehr. Credits gibt es nur im Zwischentest. Okay. Ja, dann würde ich aber tatsächlich sagen, wir machen es so. Ich gucke vielleicht im Laufe, was weiß ich, der Wochen mal immer mal wieder in so ein Video rein von denen.
Schau mir an, ob es irgendwas Spezielles zu einem Level zu sagen gibt und würde das vielleicht kein Versprechen, kein Versprechen, okay, absolut kein Versprechen, würde dann vielleicht nochmal ein Abschlussvideo hierzu machen, aber dann soll das vorerst der letzte Part sein. Mich hat's ja nur gereizt zu sehen, was da gebaut wurde, weil ich halt gehört habe, deutsches Videoformat zu Kaizo, die haben einen Kaizo-Hack gebaut. Okay, war kein Hack in dem Sinne. Und dann habe ich mir halt den Link rausgesucht. Und da, boah, war halt ein ganz normaler Hacklink. Deswegen war es für mich wie ein Hack, aber ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, es ist kein Hack im eigentlichen Sinne. Und dann kann man auch so Stellen verstehen, dass man sagt, das ist halt zum Üben gedacht. Klar kann das auch gebrochen werden. Und ja, also ich hoffe, ich habe damit nochmal so ein bisschen die Kritik überholt, in Anführungszeichen. Und denke, wir können das hiermit erstmal abschließen. Den Anfangsteil von dem Schloss, keine Ahnung, wie ich daran kommen soll. Es gibt bestimmt einen Anfang, ich verstehe es nicht. Da muss es irgendwas geben. Auch da, wenn ich was hinbekomme, dann werdet ihr das noch sehen. Im Abschlussvideo dann, aber wie gesagt, dieses Abschlussvideo kann jetzt durchaus auch erst in einem Monat oder so kommen, weil ich ja vielleicht mir erstmal verschiedene Videos angucken muss und dann. Wir werden sehen. Okay? Kein Versprechen. Ich schließe hier das Projekt erstmal ab. Wir haben soweit alles gespielt, was man spielen konnte. Wir haben es nicht komplett ohne Save States geschafft, was. Ja. Es sind jetzt nicht die schwierigsten Level gewesen, aber. Meine Geduld ist einfach nicht ausreichend. Meine Geduld ist einfach nicht ausreichend. Gut, und jetzt den Schluss hier ohne Saves. Jetzt, das war schon wieder ziemlich lange. Vom Midway Point bis zum Ende. Das ist schon ziemlich lange. Wenn da im Flugpad irgendwas schief geht, da wäre ich zu aufgeregt. Das muss nicht sein. Aber gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Kommentieren. Na, danke auch fürs Klarstellen. Gerne einfach mehr Klarstellungen in die Kommentare, wenn ich irgendwas völlig falsch verstehe. Ja, ich möchte hier um Gottes Willen den Denzen nicht angreifen oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach nur lustig, wenn man einen Hack spielt und dann ist da eine Shell einfach in der Wand drin. So, das sieht halt lustig aus. Okay. Und gut, also auch mit. Okay. Das möchte ich kurz nochmal ansprechen. Nur das ganz kurz. Auch mit rudimentären Lunar Magic Skills. Auch dann ist das hier wirklich kein Muss. Auch dann kann ich einfach hier keine Säule setzen, mach halt hier einen grauen Stein drunter und fertig. Dann liegt die halt einfach auf dem grauen Stein. Also, das hat mit Lunar Magic Skills nichts zu tun. Er wollte es halt einfach nicht und es ist auch okay. Der hat die halt einfach da reingepackt. Das ist in Ordnung. Aber man hätte es schon ganz einfach anders darstellen können. Das ist alles, was ich sagen wollte. Okay? Gut. Ansonsten, wie gesagt, verstehe ich vollkommen, was du gemeint hast. Hier. Nee, 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 nee. Necrotasia, genau. Ich hab's mit Namen einfach nicht. Isun des Sand hat auch das sowas Ähnliches geschrieben. Man sollte sich die Folgen anschauen, um zu wissen, warum er es so gebaut hat, um auch die Mechaniken zu verstehen. Ergibt natürlich vollkommen Sinn, gerade bei dem Fluglevel wahrscheinlich, bei diesem Expert-Fluglevel, mit Sicherheit auch da eine wichtige Sache, dass man sich mal die Videos anguckt. Wie gesagt, sollte ich mir die Videos anschauen, werde ich noch ein Update-Video dazu machen, irgendwann. Ansonsten belassen wir es hierbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem irgendwo gefallen und auch ein bisschen unterhalten, weil letztendlich ist das, was die Videos sollen. Sie sollen unterhalten. Und ja. Tschüss.